Der HSR Heukram Taifun ist da. Direkt vom Landwirt für den Landwirt. Also aus der Praxis für die Praxis. Mit völlig neuem Konzept paart sich modernste Technik mit höchstem Komfort und das alles zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die großzügig bemessene Hydrauliköl-Füllmenge und die daraus resultierende konstant hohe Arbeitsgeschwindigkeit sind bei den Kunden ebenso gefragt wie hohe Hubkräfte bei großer Reichweite. Genau diese Kombination und vieles mehr bietet der HSR Taifun. Nun stellt sich die berechtigte Frage, ist ein neues, modernes Konzept von Beginn an auch zuverlässig? Was den HSR Taifun betrifft, lautet die Antwort eindeutig ja. Der Kranarm zum Beispiel hat sich bereits tausendfach auf LKW-Forstkränen im professionellen Einsatz bewährt. Hier braucht man das Rad nicht neu zu erfinden. Das gilt auch für Steuerungen, Motoren und Hydraulik. Es kommt eben auf eine praxisbezogene Auswahl an, die gut überlegt und zielorientiert ist. Das Ziel war es, einen komfortablen und zugleich leistungsstarken Kran zu bauen. Dazu bedarf es zuerst einmal einer umsetzbaren Gesamtkonzeption zur Minimierung der Geräusch- und Wärmebelastung. Völlig neu durchdacht wurde deshalb die Anordnung von Kranaufhängung, Motor, Hydraulikaggregat und Kabine. Der Kranarm hängt doppelt gelagert mittig im Drehkranz. Motor und Hydraulik sind rechts, die Kabine links davon montiert. Der Drehkranz liegt über dem Rahmen zwischen den Laufschienen. Diese Anordnung sorgt für die niedrigstmögliche Bauweise, eine ausgewogene Statik und Gewichtsverteilung und minimiert die Verwindung der Kranbahn. Der Drehkranz selbst misst zum Beispiel beim 8 Nettometer Tonnenkran stolze 1060 mm im Durchmesser und erlaubt ein endlos Drehen des Krans. Bei allen Ausschubsystemen, ob zweifach oder dreifach, sind Schubarmzylinder und Hydraulikleitungen innenliegend verlegt und so vor mechanischer Beschädigung bestens geschützt. Auswechselbare und großdimensionierte Gleitlager sorgen für einen ruhigen Lauf der Arme. Eine 17 Tonnen starke Doppelflyer-Kette zieht den Schnellausschub. Gefertigt werden die Teleskoparme aus hochfestem Qualitätsstahl Domex 700. Bestechend ist das Reichweiten-Traglast-Verhältnis des HSR Taifun. Ein 6 Nettometer Tonnenkran zum Beispiel hebt in der waagrechten Ausladung von 9 Metern noch 650 Kilogramm. Am äußeren Ende der Teleskoparme sorgt ein ausgetüfteltes Greifersystem für viel Freude. Große, in der Breite und Tiefe werkzeuglos verstellbare Greiferzangen bringen bis zu 12 Kubikmeter Kapazität. Aufgrund der speziell gebogenen und extra langen Hardox-Zinken gibt es bereits bei einer zu einem Drittel geschlossenen Gabel kein Kratzen am Boden. Ein besonderer Vorteil auf einem asphaltierten Entladeplatz. Auch das Herausreißen der Bodenroste in einer Heutrocknungsbox gehört so der Vergangenheit an. Eine besondere Schließgeometrie stabilisiert die schließende Gabel auf dem Hallenboden. Der Greifer selbst hängt auf einem robusten Forstkranrotator mit endlosem Schwenkbereich. Der Hydraulikzylinder zum Hochschwenken des Greifers ist geschützt im Arm integriert. Die besondere Geometrie der Anlenkpunkte macht etwas bislang Unmögliches möglich. Es erlaubt, mit einem senkrecht abgesenkten Arm einen liegenden Rundballen zu greifen und ihn mit der Gabel um 90 Grad geschwenkt aufzustellen. Damit wird das Stapeln von Rundballen zum Kinderspiel. Ein absolutes Highlight ist das Tandem-Fahrwerk des HSR Taifun. Doppelt gelagerte seitliche Führungsrollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Das Fahrantriebsrad ist aus einem speziellen, hochwertigen Material gefertigt und mit Federn vorgespannt. Die Kunden können zwischen allen Spurweiten wählen.
Absolut großzügig ist die Krankabine ausgelegt. Großzügig auch was Übersicht, Bewegungsfreiheit, Komfort und Steuerungstechnik betrifft. Serienmäßig wird der Kran mit einer elektrohydraulischen proportionalen Joystick-Steuerung bedient. Für jede Funktion ist ein eigenes Steuergerät vorgesehen. Dadurch kann man auf elektromagnetische Umschaltventile gänzlich verzichten. Mit bis zu 8 Funktionen können die beiden Joystick-Hebel programmiert werden. Der Kunde selbst wählt die Belegung und Feineinstellungen der Funktionen am Joystick. Vorbereitet ist jeder Kran auch für eine drahtlose Funkfernsteuerung. Für bessere Sicht sorgen 4 leistungsstarke Scheinwerfer mit neuester LED-Technologie. Komfortsitze gibt es ebenfalls serienmäßig. Eine Sitzheizung auf Wunsch. Optional ist jeder HSR Typhoon mit einer geschlossenen VSG-verglasten Kabine mit Klimaanlage erhältlich. Zudem kann man sich darin mit Musik aus einem Radio-Soundsystem mit Bluetooth sowie Freisprecheinrichtung berieseln lassen. Zusammenfassend in wenigen Sätzen. Der HSR Typhoon besticht durch sein durchdachtes Konzept. Entstanden in der Praxis und umgesetzt mit modernster Technik. Durch den Einsatz des Kranes im Schauheumilchbetrieb von Josef Reindl unter reellen Bedingungen hat der HSR Heukran eine intensive, umfassende technische Entwicklung durchlaufen. Das Fachwissen von Josef Reindl und die Zusammenarbeit mit Typhoon bürgen zudem für höchste Qualität zugunsten der Kunden. Ganz nach unserem Motto: vom Landwirt für den Landwirt.